Moin liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge OMSI 2. Und wir sind heute auf der Map Hamburg mit dem PVG-Bus und mit dem... Die Bibo. Hey! Yo! Hey, hey! Der Citaro PVG-Bus hier. Was heißt PVG-Bus? Ex-PVG-Bus. Nun VHH-Bus, da es die PVG ja nicht mehr gibt. Auf der Linie 680... 600, reden musste man können, ne? Auf der Linie 688 in Richtung Altona vom Rathausmarkt. Ja. Jo. Lass uns doch den Bus. Lass uns doch mal den Bus startbereit machen. Genau. Bin ich auch gerade bei. Dö, lö, 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 lö. Wir gucken auch mal in den Innenraum. Oh, das ist wunderschön. Ach ja. Diese Sitzmuster. Das Ding im Bus kennen deine Zuschauer bestimmt in- und auswendig. Mit Sicherheit. Die wissen wahrscheinlich sogar, wie viele Sitze da drin sind. Das wollen wir natürlich nicht nachgucken, 32. Ey, ich frag mich, ob das stimmt oder ob das... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Habe ich mich verzählt? Scheiße. 4 und 6. Und 10. Und 8. Dann 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 21, 31. Oder zählt dieser fette Sitz, ja, der zählt als Zweiersitz. Ich glaube, der zählt als zwei, ja. Ja. Wobei der eigentlich eng ist, zu eng, finde ich. Das stimmt. Das ist eher so der Platz für die etwas dickeren Leute. Der ist so, vor allem in den neuen Facelift, die vorderen Sitze, die finde ich total beschissen. Da passt nicht eine hin, aber ja gut, einer passt da hin, aber zwei passen da nicht wirklich hin. Habt ihr ja auch solche Sitze da vorne? Ja, die haben wir leider auch. Das finde ich total dämlich. Aber der Solo hat immer noch einen kleinen Sitz. Vorne. Warum habe ich eigentlich Hilfsfaller an? Ich kann das doch. Ich leider nicht. Deswegen, ich habe auf jeden Fall Hilfsfaller, Mann. Hilfsfaller? Hilfsfaller. Hilfsfaller. Okay, Linie Kurs. Euro 12 haben wir. Route 1. Jo. Route 1. Is this right? Ja. Or is it wrong? Is it right? No, it's wrong. Route 2. Nur hier haben wir ein Problem. Erstens, der Bus hat keine Ansagen. Und zweitens, der Verlauf ist falsch rum. Die Anzeige ist richtig, aber der Verlauf ist falsch. Und der zeigt zweimal BF Altona an. Hier auch mit Kennzeichen. Bus 303. Bus also rechts, ne, oder? Baujahr 03. Drehen quasi. Weiß ich nicht. Wo, wie, was drehen? Hä? Musst du nochmal zum Rathausmarkt selbst fahren, gell? Wo bist du denn überhaupt? Ich fahr grad die Wendeschleife? Nein. Du hättest direkt von da, wo du gestartet bist. Da ist direkt auch die Haltestelle. Fischelmarkt oder so? Hä? Was? Ich hab keine Ahnung, Käsebrötchen. Kiffst du, Jung? Sag mir. Sag mir, wie heißen die Drogen? Das ist eine Droge? Ja, das kann man auch benutzen. Oh, der hört sich gut an. Hey, der hört sich so ein bisschen an wie ein ZF. Ich weiß ja nicht, welchen du genommen hast. Hast du diesen D85 oder was das ist genommen? Ich glaube, ich den vorletzten ganz unten genommen. Ich glaube, den habe ich auch genommen. Richtig Belastung. Oh, ja, da haben wir. Das ist ein Taxifahrer. Werden wir nachher eine Aufnahme sehen. Aber du hattest nicht so einen, wo irgendwie D85 oder so hinten dran steht, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Weil der hört sich komisch an. Den ich habe, der hört sich so an wie die Citaros, die kein Soundboard haben, nur mit so ein bisschen mehr Sound. Ja, okay, dann hast du diesen D85 oder was das war. Also einfach nur laut, ne? Ja. Okay, dann hast du den Bus, den ich extra nicht genommen habe. Ich finde den auch jetzt gerade. Ich habe einfach irgendwen gewählt, Hauptsache Euro 2. Mhm. Wo ist mein Fahrschein? Ich hau dir gleich den Fahrschein ins Gesicht. 50, 70 und 2, bitte. Der hat auch keine Haltestellenbremsung. Die habe ich eigentlich gerade gerechnet. Manchmal weiß ich nicht, wie ich rechne. Kennst du das? Einfach so aus Instinkt. Gibst du Geld rück. Geld rück. Oh Mann. Ich habe gerade so irgendwie 50, 70 und 2. Hä? Ich habe eigentlich 50er und 20er und 2 herausgebracht. Aber ich 50, 70, 2. Wir fahren noch zum Bahnhof Altona, gell? Sie!
Senor. Oh, warum ruckelt denn das jetzt? Da vorne anhalten müssen. Gelenk? Aber irgendwie muss ich noch am OBS ein bisschen rumschrauben. Das leckt leicht, wenn ich aufnehme. Wollen wir gleich statt einem Fluss aufnehmen? Können wir gerne machen. Wir haben ja schon mal eine aufgenommen, aber leider hat Sibibo das irgendwie da verkackt. Was war da los? Hallo? Sibibo? Ja, das Problem war, dass der hat das Bild nur zur Hälfte aufgenommen. Achso, das war das Problem. Und das war ein bisschen doof, ja. Mit OBS? Bin ich ja mal. Mit OBS, ja. Gibt es ja mittlerweile kein OBS mehr. Weißt du, dass ich blöd bin? Warum? Ich hätte ja die Curve-Variante nehmen können. Dann fuckt mich die Tür nicht ab. Ey, das ruckelt gerade wie Sau. Was muss ich denn jetzt machen? Grafik. Ja, so viel kann ich nicht mehr runterstellen. Ich merke, dass mein Laptop langsam schlechter wird. Ja. Grafik erweitert, ja, was soll ich denn noch machen? Kann dir nur empfehlen, einen Computer zu holen. Ja, aber. Mache ich ja, aber. Der kostet 1500 Euro. Oh, okay, das ist krass. Ja, und das ist eigentlich noch ein billigerer. Das ist schon ein guter, damit kannst du schon alles richtig flüssig spielen. Wie viel hast du für deinen bezahlt? 800, glaube ich. Was hat er für eine Grafikkarte? GTX 950. Das ist gut. Warum war der so günstig? Prozessor ist der aber nicht. War günstig. Der Prozessor war am teuersten. Hauptsache Grafikkarte, ne? Ja. Grafikkarte und Prozessor. Ich weiß nicht, ob dir das so viel bringt, wenn du eine gute Grafikkarte hast, aber nicht so einen guten Prozessor. Nein, das bringt ja eigentlich absolut überhaupt nichts. Ja. Das i5 oder was hast du? Ich hasse das, die Heizung anzumachen, diese Luft erstmal. i5 habe ich, ja. Ja, i3 kannst du ja um sie gar nicht mitspielen. Aber den für den Arsch. Den ich mir hole, der ist auch ein i7. Wieso auch? Der ist i7, der hat die 740. Nee, gar nicht wahr. GTX 940. 4 GB, also Grafikkarte, muss schon sein, da ist eine richtig gute. Was waren da noch drin? Also? Irgendein i7, Hauptsache i7, der Rest ist mir eigentlich egal. Hauptsache i7, der Rest ist wurscht, selbst wenn das Ding 150 Jahre alt ist, Hauptsache i7. Ja, 255 SSD, glaube ich, so eine Standard von Samsung da. Hab ich auch. 2 Terabyte hat er, glaube ich, Speicher, das ist schon ziemlich viel. Was will man damit alles speichern? Ja, was waren da noch? Kaum habe ich Kollision wieder an. Unfall. Kohlrouladen. Ich habe die Kollision die ganze Zeit an und habe noch nie einen Unfall gebaut, glaube ich. Ja, doch, eigentlich nicht. Ich fahre gerade mit 70. Void ist gefährlich. Man unterschätzt immer die Void-Busse, wie schnell die doch in den Arsch kommen, in den Tritt. Ich habe vorhin den Lion City in eine ZF Ökolife Version gefahren. Der kommt ja gar nicht in Tritt. Oh Gott. Also stehst 5 Minuten auf dem Gas bis bei 30. Hier ist es andersrum. Stehst 30 Sekunden auf dem Gas und bist bei 50. Das ist eigentlich auch zu viel, aber 3 Sekunden auf dem Gas. Wie bist du da gefahren vor dem Johannes Brahms Platz? Da ist ja eine Busspur, weißt du, ne? Ich weiß, fährt man über die Busspur? Das ist keine Ahnung, ey. Ich fahre immer über die Busspur. Bist du da auch rübergefahren? Nö, noch nicht. Ich bin da noch gar nicht. Ich glaube, das ist sogar richtig, weil bei der anderen Spur darf man nur geradeaus fahren. Ja, dann fahre ich auch mal über die Busspur. Ach, du bist da noch nicht. Das ist ja Verspätung. 10 Minuten. Hä? Ich habe 2, wie geht das? Ich hänge ja zurück, wegen dem Unfall. Ah. Hab ich ein bisschen aus.
Geranzt. Ah, war ein Audi. Also bist du jetzt auf der Busspur oder was? Doch, guck mal, rechts die Pfeile. Der eine zeigt nur nach geradeaus, der linke. Da darf man gar nicht links abbiegen. Doch, doch, ich meine, das ist richtig so. Anders geht's ja nicht. Weil du darfst nicht links abbiegen. Habe ich mal ausprobiert, geht auch sehr schlecht. Hier geht's besser. Aha, grün. Oder weiß. Dreieck. Illuminaten? Nee, warte, das war was anderes. Pink. Pink? Ja? Farbenblind? Hamlet? Was ist dieses? Was ist. Ist das. Warte mal ganz kurz. Du kennst doch bei meisten Buschen dieses Gluckern, wenn du bremst, ne? Ja. Ist das der Tank? Ja, würde ich mal von ausgehen. Das ist auf jeden Fall irgendeine Flüssigkeit. Also ich kann mir, weil es hört man ja teilweise auch in echt bei älteren Bussen, dass man so ein bisschen so geblubber beim Bremsen, so, weißt du? Was heißt geblubber? So ein flüssig. Ja. Am schlimmsten finde ich das. Oh, hoppla. Das ist nicht bei vielen Bussen so. Hä? Hör mal, habe ich was genommen oder was? Was habe ich denn jetzt eigentlich zurückgegeben? Zu viel? Ich gebe ihm irgendwas, ich weiß gar nicht, was ich hier drücke. Das ist das Schmerzhafte daran. Ich darf nicht reden, kassieren, Bus fahren, das ist zu viel. Irgendwann ist Schluss. Ja, nee. Sagen, dass ich blöde Scheiß Verspätung aufhole. Ja, ich habe ja auch welche. Ich muss Haltestellen. Ja, ja. Naja, aber hier geht's ja noch. In Gladbeck ist es schlimmer. Ich habe überlegt, es zu holen, aber ich weiß halt nicht, ne? Die meisten finden es halt nicht so toll. Ja, aber du musst mal überlegen. Ich weiß nicht. Oh Mann, ich fahre gerade wie eine besenkte Sau. Ich meine, für über 55 Kacheln hat die Map Gladbeck. Und die meckern wegen Kleinigkeiten. Da sieht man mal einen Backdrop. Ja, aber würdest du da keine Backdrops sehen, was würde denn die Map dann an Performance fressen? Das musst du doch mal so sehen. Ja, aber du musst es doch mal so sehen. Wenn da überall Häuser wären und alles, wie viel Performance würde die Map bitte fressen? Kann man die denn gut fahren oder ist sie. Von was? Von der Performance oder was? Ja, ja. Naja, sie. Anfangs war sie scheiße in der Performance, aber es gibt einen 4 GB Patch, damit soll das ein bisschen flüssiger laufen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann sein. Ja, und wenn das. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen Unterschied bemerkt, aber das lief nämlich vorher auch flüssig, weil ich die Einstellung sehr niedrig habe. Aber im Großen und Ganzen, wenn du die Einstellung niedrig hast, kannst du da sehr flüssig langfahren. Definitiv flüssiger als auf Alheim. Okay, Alheim war ich auch noch nicht drauf. Du musst nur aufpassen, weil die C2 ist aus Gladbeck. Die C10 sehr viel Performance. Dann nimm ganz viele davon aus Ailis und füg Facelifts oder normale Citaro an. Ja, ja, genau. Hier, übrigens, witziger Fakt. Ich habe die Ailis so geändert, wie sie eigentlich gehört. Hab Citaros reingesetzt und die Facelift, ne? Ja. Und das Witzige ist, auf allen Linien fahren nur die Facelifts und auf der Linie 188 und 189, da fahren nur die alten Citaros. Okay. Also das scheint anscheinend sehr realistisch gehalten zu sein. Ich habe echt überlegt, das zu holen. Nur am besten natürlich im nächsten Sale. Ja, klar. Weil 35 Euro finde ich jetzt schon ein bisschen teuer. Ja, es ist nicht billig, aber du hast 35 Linien. Mittlerweile, hast du das Straßenbahn nicht on? Nee, hast du noch nicht, ne? Hast ja gesagt. Oha, das ist natürlich. Was? Nee, habe ich auch noch nicht. Kommt auch im Sale. Weil Gladbeck ist ja quasi, gehört ja zu der Straßenbahn alles. Und da hast du auch die 107 oder 170, weiß ich nicht, wie die Linie heißt. Die hast du ja auch so mit beigeliefert. Aber die kannst du in Gladbeck auch fahren, da hast du halt ein bisschen mehr Szenerie. Es gibt auch noch die 320 in Gladbeck, aber daran wird noch gearbeitet. Also an der Map wird noch was gemacht. Das ist nicht so, dass die jetzt einfach da ist, sondern an der wird noch gearbeitet. Ja, da sind halt noch ein paar Linien. Da hast du keinen Fahrplan. Auf jeden Fall, ich jetzt
holen werde, ist jetzt das Aachen-Add-on. Im Oktober oder so soll das rauskommen, laut Amazon. Ich habe davon irgendwie noch gar nichts so gehört, vom Aachen-Add-on. Wird mal Zeit, dass sie da irgendwas ankündigen. Ja. Warum veröffentlichen nicht schon mal ein paar Bilder irgendwie? Ich hab, auf Aerosoft kannst du schon ein paar Bilder nachgucken. Ja, aber die müssen das doch mal ein bisschen größer ankündigen. Sonst weiß das doch keiner, wenn es raus ist. Das mit der Straßenbahngeschichte fand ich auch. Das war nicht so gut angekündigt. Das kam irgendwie so plötzlich, fand ich. Ja, das kam, das habe ich aber auch gehabt. So 2 Wochen vor meinem Geburtstag. Das kam ja an meinem Geburtstag raus. ja. Habe ich mir auch so ein bisschen gehört. Oh, okay. Ja, das ist schon ein bisschen. Warum kündigen die das nicht größer an? Du mit deiner Kuckucksuhr. Die ist genial. Jetzt erzähl doch mal den Zuschauern, wie viele Uhren hast du? Oh Gott, das muss ich zählen. 1, 2, 3, 4. Alleine nur an meinem Schreibtisch. Im Einzimmer. Ich habe eine Uhr. Und meine Handyuhr. Da hinten noch eine, sind 5, 6, 7, 8. 9 mit dem Wecker. Noch sind es 9. Noch! Ah, da kommt noch was zu, keine Sorge. Da kommt noch was zu, ja. Da, lieber Zuschauer, wie viele Uhren habt ihr denn hier? Wie viele Uhren? Oh. Ey, ich hab heute eine Sprachstörung. Wie viele Uhren habt ihr in eurem Zimmer? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Moin, moin. Würde mich aber auch mal interessieren. Ich bin auch nur eine oder keine sogar. Wir machen jetzt so ein I in der Ecke, wenn wir es nicht vergessen. Machen wir einmal eine, dann 2 und einmal über 5 oder so und einmal über 10. Ja. Dann können die eine Abstimmung machen. Musst du dran denken. Wir vergessen es sowieso, aber. Alleine weil wir zu faul sind, ne? Wir sind nicht so faul, meine ich. Wir können ja nicht mal wir können ja Englisch folgen. Ja, natürlich. Setzt das Problem an so Sache, ne? So, an which street are you? Der next street ist. Also ich glaube, ich bin jetzt gerade große Freiheit ab. Ja, ich fahre jetzt gerade an die Grande Freiheit ran. Wie schnell fährst du denn bitte? Straße komme ich jetzt. Steigen bei dir überhaupt Leute ein? Ja. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe noch gar kein Licht an, weder drinnen und draußen. Ich mach mal drin Licht aus. Aber weiß ich nicht, draußen Licht gefällt mir nicht so, weil das bringt im Moment noch nichts und die Innenbeleuchtung bei dem Wagen gefällt mir nicht so. Weil dann die Anzeige, die wird dann dunkel, ne? Mhm. Das mag ich nicht so. Da sieht man ja gar nichts mehr dran. Das finde ich echt schön beim neuen VDV oder beim neuen Citaro Cockpit. Diese neue Anzeige, die ist schon schön, ne? So eine richtige Digitalanzeige. So eine Göre, komm, steig ein hier. Die Videos von den Bussen in Neustadt hast du gesehen bei mir dann, ne? Ja, habe ich gesehen. Welcher Bus gefällt dir von am besten? Mir gefällt der Solaris irgendwie total. Also ich bin eigentlich gar kein Freund von Solaris. Ja, ich kenne die ja gar nicht im Prinzip. In Hamburg fährt ja eigentlich gar keiner. Nur bei der Hochbahn. Ja, in Aachen fahren nur von den Privatfirmen die Citaros. Ach, die Citaros. Die Solarisse? Solarussi. Risse. Die Risse, die Solarisse. Dann Risse im Solarfeld. Ja. Als kleineres Kind dachte ich, das hat was mit Solar zu tun. Ja. Dachtest du das auch irgendwann mal? Nein. Dachte es ein anderer? Ich hab von Solaris gehört. Ja, siehst du. Ich bin ja nie mit Solaris aufgewachsen, weißt du? In Erfurt gab's nie Solaris, in Braunschweig gab's nie Solaris. Ja, kannst froh drüber sein. Solaris. Aber, also von innen und vom Gesamtbild macht er einen guten Eindruck. Der sieht schick aus, von innen ist er eigentlich ganz schön. Nur die technischen Sachen, das ist halt so ein bisschen. Der Typ sagt, das ist ja von der Rode Verkehrsbetriebe da, ne? Der, und ja, an den einen
Kommentarschreiber, der geschrieben hat, haben die auch was mit Husum zu tun? Ich habe gegoogelt, die fahren tatsächlich auch in Husum. Das ist nice. Einmal in Husum und einmal in Neustadt, Scharbeutz und so. Das hat mich auch ein bisschen verwundert. Aber das ist... Oh, jetzt habe ich irgendwas mitgenommen. Und ja, der Busfahrer sagte, das ist ein ziemlich neuer Bus, der ist 30.000 gelaufen. Oha, okay, das ist natürlich krass. Ja, ist noch ziemlich frisch, ne? Und er sagte auch, die haben jetzt auch zwei türkische Gelenkbusse bekommen. Ja. Apropos türkisch. Die Asiak, ich weiß nicht, ob wir es noch dieses Jahr kriegen, aber wir kriegen von diesem türkischen Hersteller 13 Elektrobusse. Ach du lieber Gott, wie heißt der nochmal? Es gibt ja einmal Zor, aber das ist ja keine türkische Marke. Was ist Zor für eine Marke? Tschechisch, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich hab Zor. Ja, ich geh jetzt mal osteuropäisch aus. Dieser türkische Bus fuhr ja auch als Testbus mal rum. Aber ich glaube nicht, dass sie den kaufen werden. Wie hieß der denn? Warte, ich google eben. Beim Fahren, überhaupt nicht gefährlich. Warte mal, wie heißt denn der Typ, der das Video davon hochgeladen hat? Auf YouTube. Hast du das auch gesehen? Ja, man sollte nicht fahren und googeln. Jetzt bin ich ein Auto reingefahren. Also, was bei uns momentan so ein bisschen gekauft wurde, oder gekauft wird, sind diese Leichtbaubusse von VDL. Oh, Red? Ach, sind das die auch in Berlin rumfahren? Ja, das sind auch die jetzt in Berlin rumfahren. Oh Mann. Ich hasse diese Fahrzeuge. Also, so hässlich. So schlecht sehen die jetzt auf den ersten Blick ja nicht aus. Aber, ich weiß auf ja nicht. Ich weiß ja genau, ich weiß ja nicht, wie die auf den zweiten Blick aussehen. War, fuck it, wie heißt der Typ, der das hochgeladen hat? Ich guck mal in meine Abo-Liste. Guck mal, wir sind ja schon Bahnhof Altona. Ja, ich nicht. Ich bin noch an der Poststraße. Ah, war das... Genau, das war der André Schröter. Kennst du den? Ja. Der lädt... Der, oh, hier, an Ostern, da fährt immer ein alter VH-Bus rum. Aus dem Baujahr 93. Der fährt an Ostern immer Linie hier. Das ist nice. Das ist richtig nice. Schade, dass die Asiak sowas nicht macht. Ja, Euronorm 2 und so, ne? Ja, aber das machen die immer so einfach als Gag, so die Ostertage. Richtig cool. Und der hat hier ein 4K-Video hochgeladen von dem Kickdown und alles. Alter. Und der hat ja nicht mal eine Linienanzeige. Aber Ansagen hatte. Der heißt Botsankaya Sileo. Botsankaya Sileo. Genau, Sileo heißt die Scheiße. Botsankaya Sileo S18, das ist der Gelenkbus. SZ-SI18. Ah, ne, das ist das Kennzeichen, ne? Cockpit Dash Electric Bus, alles klar. Der hat auch eine komische Anzeige. Ich finde dieses Fahrzeug hässlich. Hässlich, hässlich, hässlich. Mann. Der hat auch ein Standard-Cockpit, ne? Ja. Weißt du, es gibt so viele schöne Elektrobusse, die man haben kann, aber auch Volvo von Sileo müssen sein. Der Volvo, der ist nicht schlecht. Ja, man weiß natürlich nicht, wie gut die sind. Vielleicht sind die ja gar nicht so schlecht. Aber ja, türkische Busse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gut sind. Jo hat am besten abgeschnitten. Hm? Was? Bei der Langzeit kann ich mir nicht vorstellen, dass. Sileo hat am besten Ich glaube, wir haben gerade eine kleine TS-Verzögerung. Ja, ein bisschen. Bei den Sileo-Bussen kann ich mir auf Langzeit nicht vorstellen, dass sie sich lange halten werden. Was ich nicht verstehe. So. Warum hat das Video von ihnen 9 Dislikes und 6 Likes? Ich meine, an denen ist nichts dran auszusetzen an dem Video. Keine Ahnung. So. Halte. Stellenbremse. Ja. Ach so, hier ist auch eine Mitfahrt. Eine Mitfahrt in einem Elektrobus von Zor. Teil 1 von 2. Ach, das ist auch in Hamburg. Leck mich am Arsch. Der Fraunhofer Elektrobus. Aber was gibt's eigentlich für eine Marken? Alles von Busse. Aha.
Warte mal, Wikipedia, gibt es dazu einen Eintrag, wie viele Busmarken es gibt? Das wäre mal interessant, oder? Das kannst du mal machen, ja, klar. Busmarken. So, das wir jetzt wissen. Da ist mal ein Stück Schoki. Lecker Schoki. Ne, ich esse doch kein Stück Schoki. Ich trinke lieber einen Schluck. Schokolade? Ja. Ja, viel stumm hier, jetzt direkt schon Motor und so auszumachen. Ach. Wie viele Busmarken oder Hersteller, keine Ahnung, gibt es? Wie viele Automarken gibt es? Naja, das will ich nicht wissen. Oder wie viele Bushersteller? Da wird bestimmt auch VW oder so hinzukommen, weil die einen Reisebus oder so gemacht haben. Wow. Oder zwei, keine Ahnung. Aber von Reisebussen bin ich jetzt nicht so der Fan. Nee. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mir den Fernbus-Simulator überhaupt holen werde. Nee, auch absolut nicht. Die Grafik ist geil. Das ist richtig. Aber, ja. Ja, ich habe das schon tausendmal gesagt. Ich finde, der Bus-Simulator 2016, OMSI und der Fernbus-Simulator, wenn man die alle mischen würde, also Grafik vom Fernbus-Simulator, manche Funktionen vom Bus-Simulator und die Fahrphysik und alles von OMSI, dann hättest du einen perfekten Simulator. Ja. Ich meine, der Bus-Simulator 2016, der verbraucht auch ziemlich viel Grafik, obwohl die Grafik jetzt nicht so Bombe ist. Ich finde beim Bus-Simulator klasse, die haben so Details reingemacht, wie zum Beispiel, wenn da jemand auf den Bus wartet, der wartet mit dem Handy in der Hand und packt das Handy weg, wenn er sieht, dass der Bus kommt. Das finde ich geil. Ja. Das finde ich richtig geil. Oder Rollstuhlfahrer, das ist so ein cooles Feature. Auch der Bus-Simulator 2012 hatte schon einige coole Features, finde ich. Hast du mal gespielt damals? Ja, klar. Ich habe alle gespielt, ich habe sie alle gekauft. Der hatte so viele Funktionen, aber ja, die Fahrphysik war natürlich für den Arsch. Aber von den Funktionen her kannst du sagen, was du willst. Diese waren nicht schlecht. Ja. So, wie weit bist du? Ja, ich fahre jetzt meinen Bus am Rand hier. Ich bin auch schon am Rand, hab mich gerade abgestellt. Du bist am Rand. Hä? Da im Weg stand. Was denn jetzt passiert? Ich bin verwirrt. Ich hab Hunger. Alles klar. Ja, wow, jetzt habe ich mir noch ein Licht kaputt gemacht, oder was? Ja. Hä? Ich bin links irgendwo gegen... Hä? Halt, stopp! Ich bin links wogegen gekommen und hab mir den rechten Blinker kaputt gemacht? Ja, lol. Das muss man aber auch erstmal nachmachen. So, jetzt mache ich Lichter aus. 8 und 9 und 8. Hä? Warum geht das? Hä? Warum muss man zweimal 8 drücken? Ach, ich verstehe es nicht. Das Licht verstehe ich irgendwie nicht in dem Bus. Mein rechter Blinker ist auch kaputt. Tja, haben wir ja was gemeinsam, ne? Mann. Supi. Wir geben einfach der PVG Schuld. Die sollen uns mal vernünftige Busse besorgen. Was heißt die PVG? Genau. Ist ja VAV. Aber die kann sich dann bei der PVG beschweren. Genau. Eigentlich sind es ja PVG Busse. So, ich bin dann fertig. Super. Ich habe fertig. Ich habe auch fertig. Ich stehe hier und habe fertig. Jo. Ja. Dann. Tschüss. Tschüss. So, bist du kreativ genug, um eine Abmoderation zu machen? Puh, das ist bei mir immer so schwierig mit der Abmoderation. Ja, liebe Kinder, das war's mit einer weiteren Folge OMSI 2. Bist du jetzt Latox? Heute ging es um das Thema Hamburg, die Linie 688 und ja... Um den Sileo. Ich hoffe, ihr schaltet natürlich... Oh, vor allem den Sileo. Grauenvoll. Aber darum geht es ein andern Mal um genauere Details. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Löwenzahn. Abschalten.
Jetzt kommt noch ein Bild von der Sendung mit der Maus. Und tschüss.